Siegerehrung im 5. Kindersprint der Stadtwerke Rostock im Ostseepark Sievershagen. Jedes Jahr wird für das Finale der Wettkämpfe ein publikumsstarkes Einkaufszentrum der Region gewählt, um für die Idee des Kindersprints zu werben. In den vorausgegangenen 2 Wochen wurden die besten Sprinter in Wettkämpfen an 7 Grundschulen Rostocks ermittelt. Die Idee, die hinter dem Kindersprint steckt, ist einfach. Kinder sollen den Spaß am Sport entdecken. Gleichzeitig können sie vielleicht motiviert werden, in einem der zahlreichen Rostocker Sportvereine aktiv zu werden. Die Idee ist inzwischen so populär, dass jedes Jahr mehr Schulen und Kinder dazustoßen. Und deswegen haben wir das dieses Jahr auch noch ein bisschen intensiver mit Rostocker Sportvereinen wie dem PSV und wie dem RAC gemeinsam bewältigt in der Woche. Das ist das eigentliche Anliegen und Ziel dieser Veranstaltung. Und heute hier beim Finale ist das dann natürlich nochmal ein Anreiz für die Kids, mit Oma, Opa oder den Eltern zu zeigen, was sie schon drauf haben in der Bewegung. Alle teilnehmenden Kinder durchlaufen beim Kindersprint einen Parcours, der mit Lichtschranken bis auf die 100stel Sekunde dokumentiert wird. Nach dem Zieldurchlauf werden die Gesamtzeiten aus den Einzelwerten vom Antritt, Sprintvermögen, Richtungswechsel und Pendelvermögen ermittelt. Schon nach wenigen Wiederholungsläufen verbessern die Kinder dabei ihre Laufzeiten. Die Stadtwerke Rostock engagieren sich in zahlreichen Sportvereinen der Region und sind vor allem in der Nachwuchsförderung aktiv.